Moin moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Ja Leute, es ist endlich soweit, wir haben ein Release-Datum zu WoW Classic von Blizzard bekommen. Am 27.08., ja am 27. August wird es geschehen, da können wir alle unser Leben opfern. Ja Leute, ich habe ehrlich gesagt nicht mit so vielen News auf einmal gerechnet heute. Aber ich wollte, wie gesagt, heute unbedingt noch ein Video zu dem Thema machen. Und deswegen gehen wir auch einfach mal direkt ins Thema rein und fangen an. Auf der offiziellen Blizzard-Seite, keine Ahnung, news.blizzard.com, hat Blizzard diese News hier rausgehauen. Zeitplan für die Veröffentlichung und Testphase von WoW Classic unter diesem fetten Ragnaros-Bild haben wir hier noch ein paar Infos. Und zwar, ja, wird quasi das Spiel weltweit gleichzeitig released werden. Ja, dementsprechend wird dann hier die verschiedenen Release-Zeiten einmal vorgestellt. Also in Amerika wird es quasi um 3 Uhr nachmittags online gehen. In Europa natürlich ein bisschen ungünstiger, so wie immer um 24 Uhr nachts, ja, also um 12 Uhr nachts. Können wir uns also auf eine Classic-Release-Nacht ja, quasi schon mal freuen. In Taiwan dann erst um 6 Uhr am nächsten Tag, denke ich mal, oder am Tag davor, keine Ahnung. In Korea um 7 Uhr, Australien um 8 Uhr und ja, dann haben wir hier nochmal so eine Map, die ich hier auch später nochmal in groß aufmachen werde. Ist aber auch nicht so relevant. Also da sieht man eigentlich nur, dass quasi ja, hier an den verschiedenen Punkten auf der Welt quasi das Spiel zu verschiedenen Uhrzeiten released wird. Ja, 27.08. ist schon ein bisschen spät, ehrlich gesagt. Aber mein Gott, wir bekommen das Spiel. Ja, wir sollten uns glücklich schätzen. Und Blizzard hat natürlich mit diesem Classic Summer schon so ein bisschen ja, die Hoffnung gemacht, dass das Spiel ein bisschen früher kommen würde. Aber naja, gut, mein Gott, vielleicht meinten sie damit ja die Beta-Phase. Denn die geht morgen auch los. Also wir haben quasi heute eine Doppel-News bekommen. Wir haben nicht nur das Release-Datum bekommen, sondern quasi auch das Release-Datum für die Beta-Phase. Und die wird morgen am 15. Mai starten. Ja, das heißt, ab morgen werden wir dann bei den größeren Streamern, S-Fan, Tips Out Baby, Stay Safe TV und so weiter und so fort, dann wahrscheinlich schon Content aus der WoW Classic Beta sehen. Ja, ich bin mal gespannt, ob ich auch einen Key bekommen werde. Ich habe mich auch hier in der Accountverwaltung quasi nochmal direkt eingetragen. Hier nochmal die Info an euch. Ihr müsst hier in den Beta-Profileinstellungen in eurem Battle.net-Account hier nochmal einen Haken bei World of Warcraft Classic machen, den gab es quasi vorher nicht, also da auf jeden Fall nochmal einloggen, dann habt ihr auch die Chance, bei der WoW Classic Beta mitzumachen, ja. Blizzard hat auch schon hier angekündigt in den News, ich will hier nicht so sehr, wie gesagt, alles einmal ablesen, sondern einfach für euch zusammenfassen, dass quasi auch bei diesem Auswahlkriterium, ob ein Spieler zur Beta eingeladen wird oder nicht, auch andere Faktoren mit einfließen, wie zum Beispiel unter anderem, ob ihr ein aktuelles Abonnement habt, ja. Und auch, wie lange ihr schon WoW abonniert habt. Ja, die haben aber auch ganz klar gesagt, die wollen quasi auf diesen Classic-Servern ein großes Spektrum von verschiedenen Spielern drauf haben. Das heißt, ich denke mal, sie werden einige Spieler einladen, die schon sehr, sehr lange WoW abonniert haben, ein aktuelles Abonnement haben. Und auch viele Spieler, die vielleicht ja damals schon gespielt haben, aber jetzt lange kein WoW mehr gespielt haben und dementsprechend halt Classic-Liebhaber, Fanatiker, so wie ich sind. Wie gesagt, ich hoffe halt, dass auch einige Leute, die jetzt schon seit längerer Zeit kein aktives WoW-Abonnement mehr hatten, eben auch auf diese Beta-Server kommen werden, weil das eben auch Classic-Liebhaber sind und wir da eben nicht nur aktuelle Retail-Spieler auf den Classic-Servern bekommen werden. Ich denke aber, also auf den Beta-Servern, ich denke aber, wie gesagt, dadurch, dass sie hier quasi gesagt haben, dass sie quasi eine gute Mischung, ja, hier steht es, an Spielern auf diesen Beta-Servern haben wollen, denke ich einfach, dass jeder eine gute Chance haben wird. Nur zur Info einfach, ja. Und wie gesagt, ihr braucht ein aktuelles Abonnement, um die Beta zu spielen. Ich meine, das ist ja logisch. Ich weiß aber nicht, ob ihr auch eins benötigt, um quasi einen Beta-Key bekommen zu können. Das geht quasi aus der Mitteilung hier nicht hervor. Vielleicht ist das von Blizzard bewusst so ein bisschen schwammig formuliert worden, damit sich quasi jetzt jeder wieder ein Abonnement macht. Ich bin ehrlich gesagt auch schon mal überlegen. Könnt ihr mir gerne nochmal eure Meinung zu dieser Aussage hier in die Kommentare reinballern. Wie gesagt, diese News hier werde ich für euch unten auch nochmal verlinken in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch alles ganz im Detail dann noch mehr anschauen. Genau, zusätzlich zur Beta wird es auch noch verschiedene sogenannte Stresstests hier geben. Und zwar einmal hier vom 22. Mai bis zum 23. Mai, vom 19. Juni bis zum 20. Juni und vom 18. Juli bis zum 19. Juli. Ja, das sind quasi dann so Events, wo dann auch, wenn ich das richtig verstanden habe, quasi
Spieler, die jetzt keinen Beta-Key bekommen haben, auch mitmachen können. Ja, wo Blizzard quasi einfach möglichst viele Spiele auf die Server bekommen möchte, um einfach mal zu schauen, ob die Technologie diesen riesigen Spielerhorden standhalten kann. Ja, Leute, wie gesagt, sehr, sehr viele Infos heute. Und dann gibt's auch noch die Info, dass man quasi seine Char-Namen schon vor dem Release saven kann, sage ich mal. Ja, und zwar am 13.8., am 13. August, wird es quasi die Möglichkeit geben, bereits drei Charaktere auf den WoW Classic Servern zu erstellen. Ja, das bedeutet, an dem Datum könnt ihr euch dann anscheinend irgendwie in den Char-Screen oder so einloggen und da eure Char-Namen saven, ja, eure Chars erstellen. Und ja, ist sicherlich auch, denke ich, eine clevere Lösung. Dadurch wird es nicht dazu kommen, dass quasi am Release Day, wo dann quasi das Spiel kommt, diejenigen, die da irgendwie Glück haben und als Erster reinkommen, quasi ihren Namen saven können, sondern so hat man das quasi nochmal so ein bisschen getrennt. Ja, das waren quasi die News und die Infos, die man aus dieser Veröffentlichung auf der offiziellen Blizzard-Seite bekommen konnte. Ja, was die WoW Classic Beta angeht, da werden sich natürlich auch viele von euch fragen, wie kann ich da mitmachen, ja? Die Seite werde ich euch unten nochmal verlinken, da könnt ihr quasi draufgehen und dann hier quasi auf die Beta-Anmeldung klicken. Das ist aber nichts anderes als dann quasi eine Weiterleitung zu euren Beta-Profileinstellungen, die ich euch eben hier schon mal gepostet habe, wo ihr dann eben diesen Haken machen könnt. Ja, wie gesagt, das könnt ihr quasi über diese Seite auch nochmal machen. Und wenn ihr hier auf das Veröffentlichkeitsdatum nochmal draufklickt, dann habt ihr hier nochmal die schöne Übersicht, die Map, wann das Spiel quasi in den verschiedenen Regionen released wird. Genau, dann sind hier noch ein paar Infos zur WoW Classic. Einfach hier nochmal den WoW Classic Release Trailer. Ist aber kein neuer Trailer, quasi der Trailer, der auch schon 2017 bei der BlizzCon quasi lief. Mit dieser quasi Reise zurück in die Vergangenheit, so eine Art, wo WoW Classic halt eben seinen Ursprung hatte. Ja, und hier sind einfach noch so ein paar nette Worte geschrieben. Die Trommeln des Krieges erscheinen erneut, bla bla bla. ja, ich finde es ganz nett geschrieben. Hier auf der Seite auch noch mal sagen sie einmal noch mal, dass quasi die originale Nachbildung von WoW Classic quasi jetzt hier stattgefunden hat. Und dass es quasi jetzt viel flüssiger läuft als damals, aber dass man quasi das gleiche Spielgefühl einfach noch haben möchte wie 2006 und dass man einfach versucht, so diese Zusammenarbeit, die in WoW Classic einfach im Zentrum stand, quasi wieder neu aufleben zu lassen und quasi eine richtig geile Erfahrung für alle Spieler zu erschaffen. So, dann hat man übrigens hier unten, auch kleiner Funfact, hat man noch einen kleinen Timer, ja, 104 Tage sind es also noch, 4 Stunden, 22 Minuten und 8 Sekunden jetzt gerade. Vielleicht auch interessant für den einen oder anderen. Wie gesagt, diese Seite werde ich euch auch nochmal unten rein verlinken. Ja, man kann quasi jetzt anscheinend das WoW Classic Spiel irgendwie schon runterladen. Ich habe gerade mal geschaut, ich habe meinen Launcher gerade mal wieder aktiviert nach all den Jahren. Und man kann gerade WoW runterladen, allerdings steht bei mir einfach nur World of Warcraft und nicht World of Warcraft Classic. Keine Ahnung, ob das vielleicht im Laufe des Tages heute noch kommen wird, da werde ich nochmal schauen oder vielleicht auch erst morgen. Aber man kann anscheinend irgendwie WoW Classic sogar schon runterladen. Ja, und eine News habe ich noch für euch, dann haben wir es auch für heute. Es wird eine WoW oder es gibt eine WoW Classic 15-Year Anniversary Collector's Edition, die man auch ab heute schon kaufen kann. Ich habe die sogar schon vorbestellt. Ja, man kann sie vorbestellen, genau. Ja, was da drin? Und zwar wird man hier für 99 Euro, ja, inklusive Versandkosten habe ich, glaube ich, ungefähr 107 Euro bezahlt. Ja, heute alles direkt bestellt. Wie gesagt, das wird dann aber erst irgendwann Mitte Oktober bei uns eintreffen. Und ja, hier kann man relativ gut sehen, was wir hier drin haben werden. Also das ist quasi diese Box, die man dann sich hier schön hinstellen kann. Irgendwo, ich denke mal, die werde ich mir dann hier so richtig fett zentral irgendwo hinstellen. Und man wird natürlich dann hier diese riesige, geile Ragnaros-Figur haben. Ja, da freue ich mich auch schon mega drauf, ehrlich gesagt. Dann hier noch so eine kleine Onyxia, irgendwie Brosche, die man sich hier so dran klemmen kann, glaube ich. Ein WoW-Mauspad und so ein paar Artwork-Karten noch. Und auch in-game wird es einen Reward geben. Und zwar wird man hier diese Oldschool-Greifen-Mounts haben. Allerdings auch, da habe ich direkt so gedacht, oh je, wird man die dann in WoW Classic auch haben können? Nein, denn hier unten ist die Ankündigung, direkt hier steht, ja, diese Reittiere werden nicht in WoW Classic verwendet werden können. Und also gute Nachricht da an der Stelle für die Leute, die dachten, Blizzard baut hier direkt schon wieder Scheiße und implementiert solche Mounts. Nein, sie haben einfach wirklich dieses Konzept
wirklich begriffen, dass die Leute in WoW Classic so eine Scheiße einfach nicht haben wollen. Ich meine, das ist eine coole Geschichte und für Retail-WoW, mein Gott, hat man dann diese Mounts, aber in WoW Classic haben einfach solche Sachen, die die Immersion, die das Spielgefühl einfach verändern würden, versauen würden, nichts zu suchen. Von daher finde ich das hier eine wirklich sehr, sehr clevere Lösung und man merkt einfach, Blizzard ist wirklich, was WoW Classic angeht, auf einem wirklich sehr, sehr guten Weg. Ja, hier ist dann nochmal aufgelistet, was quasi in der Collector's Edition alles drin ist. Ich komme mir schon wie so ein Blizzard-Verkäufer vor hier gerade. Ja, die ist anscheinend 25 cm hoch. Dann hat man hier diesen Onyxia-Pin, wie gesagt, eine Karte von Azeroth auf dem Mauspad, so ein paar Artwork-Designs und sogar auch noch hier 30 Tage Spielzeit sind auch noch drin. Wäre auch nicht schlecht. Und dann halt eben diese Reittiere, die man aber eben glücklicherweise nicht in WoW Classic benutzen kann. Ja, Leute, und das Video heute beende ich mit einer kleinen Gameplay-Aufnahme von WoW Classic. Wie gesagt, einige Influencer, größere Streamer, wie auch immer, hatten vor ein paar Tagen schon Zugang zu WoW Classic Beta. Wie gesagt, Svent hat diese Aufnahmen hier auch auf seinem Kanal veröffentlicht. Auch nochmal sein Video natürlich auch in der Videobeschreibung unten. Und ja, hier sehen wir quasi schon die WoW Classic Beta. Und ich muss sagen, es sieht ein bisschen ungewohnt aus, weil natürlich hier krassere Schatten in-game sind und so weiter. Und quasi das Game einfach ein bisschen ein kleines Grafik-Update bekommen hat. Es sieht ein bisschen ungewohnt aus. Aber mein Gott, wie gesagt, das ist ja natürlich das originale Spiel immer noch. Und ich bin einfach mega hyped, Leute. Ich bin wirklich richtig froh, dass wir endlich ein Datum haben, dass die Leute besser planen können und dass wir auch mit unseren Gilden, wie gesagt, uns auf den Release vorbereiten können. Und das war das kleine Info-Video heute. Ich hoffe, ich habe euch nicht mit den ganzen News heute so ein bisschen überrannt. Also ich habe mich heute echt so ein bisschen komplett überrannt gefühlt. Ich habe eigentlich ein völlig anderes Video heute geplant gehabt, was heute hätte kommen sollen. Und dann habe ich das quasi einfach jetzt erst nochmal hinten angestellt und quasi das Video extra heute Abend vor dem Livestream hier bei euch gemacht. Und ja, ich bin wirklich mega gespannt, ob ich einen Beta-Key bekommen werde. Man wird sehen, ich habe mich auf jeden Fall dafür angemeldet. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was so eure Gedanken von dem heutigen, von den ganzen Infos sind, die wir heute bekommen haben, vom heutigen Tag. Und ob ihr jetzt irgendwie beleidigt seid, weil wir erst quasi in 3,5 Monaten WoW Classic spielen können. Oder ob ihr sagt, na gut, wir bekommen quasi im Sommer die WoW Classic Beta, ja, wo wir quasi bei Streamern zuschauen können und so weiter. Und deswegen kann man noch von dem Classic Summer sprechen, alles halb so wild. Und dann haben wir quasi dann Ende August das Spiel. Ich hätte es schön gefunden, wenn wir im Juli den Release gehabt hätten. Jetzt ist es halt der August geworden. Mein Gott, da geht die Welt nicht unter. Ja, ich hoffe, ich bekomme Key und dann werde ich euch natürlich auch im Livestream auf meiner WoW Classic Beta Journey mitnehmen, ja. Wenn es aber mit dem Beta-Key nichts wird, auch nicht so mega schlimm. Ja, ich werde mir sicherlich coole Sachen für den Livestream überlegen werden in den nächsten Monaten bis zum Release. Und wenn ihr da mal vorbeischauen wollt, dann auch mal unten den Link abchecken. Ich streame 3-mal die Woche auf Twitch, immer Sonntag, Dienstag und Donnerstag ab 19 Uhr. Ich bin fertig mit der Welt, so viel Info an einem Tag. Ja, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und schreibt mir in die Kommentare, was eure Gedanken sind zum heutigen Tag. Seid ihr hyped, Leute? Seid ihr hyped? Ich bin's auf jeden Fall. Ciao. We'll be right back.